Hallo und herzlich willkommen zurück zur Invasion von Nordafrika. 2 Jahre zu spät, aber wir kommen langsam wieder in den grünen Bereich. Ja, diese Runde, hoffe ich, werden wir hier landen. Und hier werden wir auf jeden Fall dieses Mal schon landen. Ja. Die Karte. Das können wir auf jeden Fall schon. Ja, das könnten wir automatisch machen, aber ich lass mal die Blockade aufrecht stehen. Hier lasse ich die Blockade auch aufrecht stehen und warte, bis die kommen. Aber könnte sein, dass er jetzt gleich Konter angreift. Da werden wir das bisschen noch verschieben. Hier wird nächste Runde wahrscheinlich er wieder angreifen. Du da. Legion. Warte, warum? Ah, ist es wieder soweit, ne? Warte mal. Ach so, oh Gott. Ach so. Warte mal. Deswegen. Letzte Runde habe ich ja nämlich die ganze Zeit überlegt, wer das sein soll und warum der keine Armee hat. Dann bekommst du auch keine Armee. Und dann die ganze Zeit, hä? Warum wird er nicht angezeigt? Aber ja, er wird angezeigt. Und ich bin Cornelia, ich bin blau. Oder also türkis. Oh Mann. Ja, das kommt von Epirus. Da bin ich nämlich rot. Beziehungsweise also da bin ich nicht rot, sondern da bin ich eben das orange-braun. Okay, das ist einer von mir. Warte. Das ist keiner von mir. Das ist einer von mir. Und das. Super. Gut. Also die Hauptdinger sind wirklich von mir. Gut, gut, gut. So. Ich würde sagen, ich habe ja ein. Warte mal. Ich muss mal. Ups. Ich muss mal gerade schauen, wo meine Armeen sind. Also hier sind zwei. Also Armeen ist eine. Hier sind zwei. Das wird für hier reichen. Also die da werden nach unten strapulieren oder nach hier zahm zahm. Und dann hier die zwei werden zahm zahm und zahm zahm. Hier der muss auf die Legion warten. Ah, ja, auf den Kaiser. Genau. Und warte, gibt es hier 7 Runden, aber trotzdem kann ich hier genau prätorianische Garde machen. Ist schon mal ganz gut. So, Erlass erteilt, Verschleiß, Garnisonsarmee, genau. Da muss ich jetzt also schauen, weil die da, ja, die wird jetzt ein bisschen Alter, ist halt echt heftig. So. Fähigkeiten? Ich glaube, das ist keiner von mir. Ja, das ist, ja. Gut. Dann, wir sind jetzt leider nur noch so halb vertrauenswürdig, weil wir eben mit Karthago Krieg angefangen haben. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil wir haben lang genug gewartet, dass wir halt jetzt nur eine Stufe runter sind. Und
Seid ihr bereit zu handeln? Wir können eurem Volk... ja, Handel ist auch ganz gut. Vor allem, er zahlt was dafür. Okay, aber dieses Mal sagt er, dass wir eine gute Chance haben. Dann, ja. Warte, wieder speichern. Und dann werden wir wieder dasselbe machen, wie sonst auch. Also, ich glaube, ich stelle mich dieses Mal wirklich ein bisschen, ja, offener hin. Also, offen nicht, sondern wirklich so, dass er von Anfang an checkt, wo ich bin. Weil die letzten Male habe ich mich hier hingestellt und da sind nur zwei Kavalleristen hingejumpt und das war's. Und jetzt werde ich mich mal ein bisschen... ja. Ich werde mal zeigen, wo ich bin. So. So. Gut. Jo. Alles gut. Niemand schlägt euch. Hoffe ich. So. Die da kommen wieder dahin, wie gewohnt. So. Und ich denke, dieses Mal können die auch schießen. So. Ich glaube, das passt. Ich glaube, da warte ich noch. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Das sind auch Pikiniere. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen vorspulen. Schlecht. Alter, das ist halt wirklich ein bisschen grausam. Ja, das reicht schon. Ah, dass die immer die Fliehenden dann noch abhacken müssen. So, warte, das wird 3. Warte. Das da wird 1, das da wird 2. Der da bleibt da. Nee, doch nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Das war ein bisschen daneben. Ah, wieder daneben. Ja, nett, dass die hier stehen bleiben. Alles, da treffen die trotzdem nicht. Seid wirklich ein bisschen heftig. mit den Pferden kann ich jetzt, glaube ich, schon mal langsam losgaloppieren.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich bin glücklich, Ruhm zu dienen. Das ist schön. Wieso sind da so... Achso. Da war eine Häuserkante. So, ne? Also dieses Mal habe ich mich aber wirklich fett aufgestellt. Heute irgendwie irgendwas ist mit der Karte, dass die das nicht checken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Komisch. Der hat mehr. Dann werden wir hier mal tauschen. Der wird zu 2 und der wird zu 1. Wunderbar. So, die Pferde sind auch fertig. Jetzt muss ich ja wieder einnehmen, sonst checkt er das nicht. Eieiei. Ja, jetzt checkt er das, glaube ich. Jetzt checkt er das. Hopliten, Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Stopp. Wie, das hat noch nicht gereicht. Du hast nur noch 3. Ja, nee. Ernsthaft. Ah, das hat er gecheckt. Ganz genau.
Ich will eigentlich nicht. Genau deswegen. Ja, okay. So idiotisch. Oh, cool. Ja, das mit dem Pulke war ja letztes Mal schon so, ne? Und da habe ich ja doch gesagt, so, es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn man da jetzt reinbolzen könnte. Aber die Frage ist, ob die das können. Ich denke schon. Und, so sieht man es besser. Na, schießen die? Komm, rennen! Ja, wahrscheinlich geht das nicht, weil das so... ...so, steil nach unten ist. Seid ihr fertig? Okay, nee, das checken die nicht. Komm. Ich check nicht, was mit dem los ist. Nein, ich habe hier gesagt. Sehr schön. Mal schauen, ob das schießt. Wieso geht er wieder zurück? Das nervt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Tja. So, jetzt reicht mir. Ich gehe jetzt in den Angriff über. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ihr habt doch. Achso. Nee. Ja toll, jetzt habe ich kein Feuer frei mehr. Für die wirklich wichtigen. Schnell!
Bam. Nicht die wegschmeißen, ne? Tja, jetzt haben meine ganzen Velitis nichts mehr gegen die Pikiniere. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bereit zum Einsatz. Nahkampfinfanterie. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Und das sind die Pikniere natürlich, ne? So, warte. Die gehen nach hinten. Pferde. Die nach hier. Kannst du jetzt schießen? Schon, oder? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Was? Nee. Das sind diese Scheißpikiniere. Yeah.
Jetzt habe ich sie. Aber eine ja, der da stirbt, der da stirbt. Oh Mann. Ja, die beiden sterben. Leider. Leider, leider. Also ich habe 3 Einheiten verloren. Oh Mann. Ja, ich habe fast 2000 gekillt. Also eigentlich fast alle. Aber trotzdem, also ich habe am Anfang viel zu viele Speere verschwendet. Das hätte ich viel besser machen können müssen. Also habe ich jetzt 3 Einheiten verloren, ne? Nee, nur 2. Oh, der 9er. Oh, krass. Der ist geblieben. Wieso hat der was bekommen? Der hat doch. Naja, egal. So, ja, wenn mein Diktator vorbeikommt, dann. Ist da mit Pergamon vorbei, ne? Alter, da kommt ja schon wieder einer. Ah, blöd, dass ich ja da jetzt. Ja, okay. Bevölkerung kapituliert. Anheuern. Genau, dass die jetzt kapituliert hatte. Und warum? Achso, ja. Ja. Das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich. So, gepanzerte. Nee, Adler bekommt dann nur einen. So. Ich bin ein bisschen. Ein Trotter ist jetzt da auch unterwegs oder was? Egal. So, Diktator geht Richtung. Also, eine Pretoria bekommt er noch. Adler-Kohorte. Gepanzert. Gibt's hier nicht. Dann bekommt er noch. Der Grundmoral ist, Nahkampfabwehr ist bei den Gladiatoren besser und Nahkampfangriff. Und bei den Frauen ist die Grundmoral besser. Und die Rüstung. Die haben halt auch Blutrausch. Das ist halt extrem gut. Blutrausch ist richtig krass. Ja, ich hole mir nochmal 2 Gladiatoren. Gut. Dann. Ja, beide gehen an Land. Und die da. Ah, es ist ja schon wieder eine halbe Stunde. Gut, dann. Entschuldigung. Dann nächstes Mal werden wir schauen. Also, nächstes Mal gibt es eine große Schlacht. Also. Warte, 1000, 2000, 3100 gegen eigentlich genauso viel. Also ich habe 100 mehr. Das wird eine fette Schlacht. Ah, ich hatte, 4 Leitern habe ich. Ich baue noch eine Schildkröte und dann, schauen wir das nächste Mal uns das an, wie das aussieht.
Gut, Loyalität? Nee. Da mache ich einfach nur... Ja, öffentliche Ordnung und Essen. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. See ya. Sie müssen bestraft werden!